Herzlich willkommen in der Olala und Solala Küche. Ihr wisst ja, das Motto hier heißt, weniger ist mehr. Und heute ist es so verdammt wenig und dafür bekommt ihr so verdammt viel. Das werdet ihr jetzt sehen. So, schaut mal. Diese wunderbaren Pfannkuchen, diese Wraps möchte ich heute mit euch machen. Und die brauchen nur zwei Zutaten, nämlich Wasser und Linsen. Die Linse hat es mir angetan und ich hoffe, das passiert bei euch jetzt auch so. Ich werde in nächster Zeit ganz viel mit Linsen machen. Süß, herzhaft, einfach und einfach immer köstlich und gesund. Kurz zur Info. Lens culinaris, die Linse. Haha, wer das nicht wusste, zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Es gibt kaum eine andere Gemüseart, die derart vielfältig ist. Sie wird seit mehr als 8000 Jahren angebaut und es gibt über 3000 verschiedene Sorten. Und vier habe ich mal hier für euch. Also, ihr kriegt natürlich gleich noch viel mehr tolle Informationen über die Linsen. Aber ich habe jetzt mal hier die gelben, die schwarzen, auch Beluga-Linsen genannt, die braunen Berglinsen genannt und die roten. Und die roten, die habe ich jetzt für diese Pancakes, für die Wraps hergenommen. Und zwar habe ich die einfach über Nacht in Wasser eingeweicht. Das heißt, ich mache das mit allen Hülsenfrüchten so, ich spüle die immer ab. Seht ihr hier im Sieb, spüle ich sie einfach ab und dann gebe ich eine gute Menge Wasser dazu, gerne gefiltertes Wasser und weiche sie einfach über Nacht ein oder 4 bis 6 Stunden auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sie abgießen und dann würde ich sie mit Wasser in den Mixer machen und unser Teig ist fertig. That's all. So. Hier habe ich die. Ich stelle mal kurz unsere ganzen tollen Linsensorten hier zur Seite. Wasser dazugeben, ein bisschen Salz. Und dann mixe ich jetzt erstmal. So, das ist also wirklich sehr, sehr einfach. Das Einzige, und deshalb habe ich hier noch dieses Norgel-Rest drin gelassen, ist, dass es darf euch nicht zu weich werden. Es muss eine gute, cremige Konsistenz werden. Wenn es euch zu weich wird, dann zerläuft es zu sehr. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool so von der Konsistenz. Mhm. Super. Jetzt gebe ich die Rest aber dazu. Das ist nur erfahrungswert, weil ich habe manchmal, wenn ich das so ganz, ganz schnell mache, dann habe ich einfach aus Gedanken auch schon mal dummerweise zu viel Wasser dazu gegeben. Ich gebe jetzt hier nur noch ein ganz klein bisschen Wasser dazu und mixe das nochmal. Fertig. Na, das hört sich ja wieder mal leicht an. Was auch noch sehr, sehr leicht ist, ist einfach mal bei Olala und Solala auf Instagram vorbeizuschauen. Probiert's doch mal. So, fertig. Wir können einfach jetzt mal unsere Pfanne vorheizen. Diese Pfanne, die ich hier benutze, die kennt ihr ja schon. Die benutze ich ja schon sehr lange, auch für meine Buchweizen-Pancakes zum Beispiel. Habe ich mir vor Jahren mal gekauft, bin sehr zufrieden mit der, muss ich sagen. Und ich mache dort alle Pancakes ausschließlich und komplett ohne Öl. Finde ich super. So, jetzt lassen wir die schön warm werden und dann machen wir schon unsere Pancakes. Dann wollen wir mal loslegen und unseren ersten Pancake Wrap auf die Pfanne hauen. Nicht in die Pfanne hauen, sondern auf. So. So, das lassen wir schon mal. So, es geht ja heute um unsere bunten Hülsenfrüchtchen und Linsen, habe ich euch ja schon gesagt, sind sehr reich an Mineralien, zum Beispiel an Kalium, an Calcium, an Selen, an Kupfer, an Magnesium, an Phosphor und sie sind zudem ein sehr hoher Eisenlieferant. Besonders hoch ist auch ihr Anteil an Zink. Dieses Spurenelement ist übrigens sehr wichtig für schöne Haare und Nägel. Ja, und außerdem wirken Linsen generell noch entzündungshemmend. Und sie enthalten sehr viele Antioxidantien, aber auch Vitamine, wie zum Beispiel B1, B6, Vitamin E, sowie auch Mineralstoffe, Magnesium, Kupfer und Selen. Ja, entzündungshemmend, das ist doch etwas, was wir letztendlich alle brauchen. Und sie unterstützen eben auch unsere Abwehrkräfte. Soweit, so gut. Schauen wir mal. Ah ja, schaut mal. Aha. Wow.
Der erste ist irgendwie immer so der schwierigste, bis man sich dann so ein bisschen eingegroovt hat, bis die Pfanne auch die richtige Temperatur hat. Auf Dauer darf sie nicht zu heiß sein, damit es nicht zu dunkel wird. Und sie darf aber auch nicht zu kalt sein, damit es eben schön fest wird. Habt ihr das gesehen? Kein Fett, es ist nur die rote Linse eingeweicht, mit Wasser gemixt und eine Spur Salz dazu gegeben. Also weniger und dafür kriegt ihr mehr. Während die restlichen Pancakes jetzt hier ausgebraten werden, nehme ich mir einfach schon meine, die ich vorhin gemacht habe. Ich habe die mittlerweile auch immer jetzt hier und belege die einfach, damit ihr seht, was man damit einfach alles machen kann. Es schmeckt köstlich, es ist einfach zu machen und es ist ja auch preiswert und eben auch, wie wir gerade gesehen haben, auch noch so gesund, weil hier alle Nährstoffe enthalten sind. Ich mache jetzt hier einfach so als Basis ein bisschen Hummus drauf. So, weil es ist dann nämlich eine ganz, ganz tolle, volle Mahlzeit. Ihr braucht kein Brot und habt einfach wirklich ganz toll was zu essen. Da habe ich geschmattert. So, hier habe ich einen Salat einfach mit Pilzen, mit Tomaten, mit Petersilie, mit Fenchel. Und damit fülle ich das jetzt. Ich esse ihn noch nicht gleich, weil ich muss ja noch ein paar Linsen-Pancakes braten und möchte nicht die ganze Zeit mit vollem Mund hier bei euch sein. So, schaut mal. Ist das nicht toll? So können wir das auch servieren. Sieht einfach spitzenmäßig aus. Schauen wir mal, was er macht. Ach, schaut, toll. So einfach. Und könnt ihr natürlich belegen, wie ihr möchtet. Mit allen möglichen verschiedenen, mit Frischkäse, ich habe ja immer sehr gerne diesen veganen Frischkäse auch, was auch immer. Man kann sie auch sehr, sehr gut einfach so essen, muss ich euch auch sagen. Einfach mal so zwischendurch. Ist auch köstlich. Halten sich eine ganze Weile und machen eben wirklich schön satt. Ah, perfekt. Okay, last one, perfekt. Rezept steht natürlich in der Infobox. So, und während der hier jetzt noch sein Bestes gibt. So ihr Lieben, dann, jetzt ist es an der Zeit, ich kann es mir schmecken lassen. Ihr hoffentlich auch, macht es nach. Es ist wirklich eine ganz tolle neue Sache und ihr seht, dass wir recht wenig brauchen, um so toll zu essen. Guten Appetit. Das finde ich, ist die Ernährung von heute. Tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Und jetzt, plopp. Ciao. Das schmeckt so gut. Und so einer von diesen Wraps, von diesen Pancakes, der macht dich echt richtig satt. Basta. Und Proteine. Tolle neue Rezepte gibt es auch in diesem und in diesem Video. Wir verbessern können unsere Art der Ernährung. Verbessern können. Und auch die Art und Weise, wie wir essen vielleicht.